So, moin Leute und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit T4X. Ich habe eine Taschenlampe. Das freut mich, das ist wirklich sehr schön. Kannst du damit auch blinken? Ja, siehst du das? Ui, ja. Mama SOS. Wie macht man das dreimal? Ich weiß nicht, wie man SOS macht. War es nicht dreimal kurz, dreimal lang und dann wieder dreimal kurz? Ja, das geht ja sehr gut. Ja gut, es ist 7 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was wollen wir denn heute anstellen? Wieder erkunden, was? Würde ich sagen, ja. Erstmal muss ich das Inventar leeren. Stimmt, warum habe ich eigentlich nichts im Inventar? Bin ich gestorben beim letzten Mal? Vielleicht. Ach nee, Quatsch! Ich leere hier das Inventar. Ich habe doch dein Inventar aufgesammelt, damit wir beenden können. Ach stimmt, ja, richtig. Warte eine Sekunde. So, jetzt muss ich natürlich erstmal hier was... Was denn gehört denn hier alles dir? Ich hatte auf jeden Fall noch eine Menge Holz und so. Ich glaube tatsächlich fast alles, was hier drin ist, gehört dir. Außer die Patronendinger, die habe ich ja... im letzten Part bekommen. Dann hier das. Genau, der ganze Kram, das gehört alles dir. Hier wäre so ein System wie in Ark geil, wenn das Inventar so bleibt und wenn du die Sachen aufsammelst, du sie gleich wieder auf den Slots hast. Das wäre cool. Ja, das wäre nice. Aber ist ja auch noch in der Alpha das Spiel, ne? Da kannst du nicht zu viel verlangen. Ja, komm, wie lange ist dieses Spiel jetzt schon in der Alpha, ey? Das ist keine Ausrede mehr. Es war schon vor 3 Jahren keine Ausrede mehr. Das Spiel ist seit 2013 in der Alpha. Irgendwann muss doch auch mal gut sein. Ja, das ist einfach fast 10 Jahre, oder? Das ist ja der Hammer, wirklich. Gut, Wenn man das mal so bedenkt, ist das schon echt traurig, dass die Performance immer noch so kacke ist teilweise. Also 9 Jahre in der Alpha. Gibt's überhaupt ein Spiel, was schon 9 Jahre in der Alpha ist? Ich glaube nicht. Also das ist ja die längste Alpha aller Zeiten. Die wird wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern. Mit Sicherheit. Wenn nicht länger. Bleibt einfach für immer in der Alpha, wird nie fertig. So, ein bisschen Kram würde ich tatsächlich trotzdem noch wegpacken. Hier Knochen und sowas, Zement brauche ich gar nicht. Grober Schrot Alter. Kann auch weg, das kann weg. Falls du es nicht wusstest, Zitronenlimonade macht total durstig. Okay. Das ist wie bei Cola. Kennst du, dass du trinkst? Du trinkst richtig viel, 3 Sekunden später hast du wieder richtig Durst. Ja, das kenne ich, ja. Das ist bei Zitronenlimonade irgendwie gerade bei mir total der Fall. Das Problem ist nur, dass mein Magen jetzt komplett voll damit ist und ich immer noch total durstig bin. Ich kann mich nicht zusaufen, bis ich hier kotze. Das könntest du schon machen, es wäre bloß nicht so optimal. Warte mal, ich muss dich mal kurz... Ja, glaube ich, mach's. Ich muss dich mal bei Discord kurz leiser stellen, du bist ziemlich laut. So. Danke. Was denn? Du hast gesagt, ich bin laut, ich habe das als Kompliment gefasst. Okay, ja, das musst du wissen. Warum haben wir keine Tür? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Warum haben wir keine Tür? Sind da die Zombies letztes Mal durchgekommen? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, wir können ja einfach mal eine neue machen. Das ist eine gute Idee. Ist auch einfach instant fertig, das Ding. Ja, so eine Tür braucht man jetzt auch nicht viel, ne? Ja, ich habe nur überhaupt keine Munition mehr, ne? Weder für den Bogen, noch für die Pistole, noch für das MG. Ich habe noch zwei Schuss für den Bogen, das war's dann aber auch. Also wenn wir vielen Zombies begegnen, sind wir richtig gefickt. Ich könnte noch ein paar Pfeile machen. 24, um es genau zu sagen. Ich gebe dir einfach mal die Hälfte davon. Das finde ich fair. Ja, wo gehen wir denn am besten hin? Ich glaube, im Norden waren wir noch gar nicht, wenn wir der Straße da mal folgen. Naja, doch, in die Richtung sind wir, also so ein bisschen sind wir zumindest in die Richtung schon gegangen. Aber vielleicht finden wir da irgendwo noch was Großes. Oder wir gehen noch weiter nach da hinten. Ich meine, die Stadt zieht sich da noch ein bisschen. Ja, die Stadt ist ewig groß, also wir haben wahrscheinlich 3% der Stadt bisher gesehen. Aber ich glaube, da gibt's auch den besten Loot, weil da halt so die größten Gebäude sind. Aber halt auch die meisten Zombies und ich habe 15 Leben, 15. Echt? Warum? Ja. Oh Gott, das war gerade. Alter, warum ruckelt's hier so? Es leckt richtig krass bei mir gerade. Also ich hatte auch gerade übel den Weltlade-Lag des Todes. Junge, 7 Days to Die, krieg dich mal in den Griff. So, hier deine Pfeile. Warte mal ganz kurz, wo sehe ich denn überhaupt meinen Hunger? auf B. Und dann bei den Stats. Okay, Nahrung und Wasser ist alles in Ordnung. Bei mir trotzdem regeneriere ich nur ganz, 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 ganz langsam. Hast du die Pfeile aufgesammelt? Ja.
Dann ist ja gut. Alter Junge, immer diese Ruckler zwischen. Ja, das ist ja unglaublich, ey. So viel gibt's hier auch nicht zu laden, oder? Also, da schaffen Welten es wesentlich besser, Sachen zu laden. Viel größere Welten. Junge, diese Pfeile, Alter. Du triffst einfach nicht, wenn der direkt vor dir steht. Sagst du das einzige Spiel, was eine schlimmere Head-Connection hat als Counter-Strike? Jo, definitiv. Ja, also in diesem richtig fetten Haus, was halb aussieht wie das Empire State Building, waren wir noch nicht. Ja, da würde ich jetzt auch mal hingehen. Da geht's jetzt hin. Waren wir ja vorne schon drin? Das weiß ich nicht, ich glaube auch nicht. Passing Gas. Passing Gas, Gas is for the masses. Das ist eigentlich ein guter Spruch. Aber man kann da nichts draus zapfen, oder? Aus den Stationen hier. Ich weiß es nicht. Wie kommt mir das hier bekannt vor? Ja, ich glaube, wir waren hier auch schon. Ich kann hier gar nichts mehr looten irgendwie. Ja, dann scheiß drauf. Ein paar Autoteile wären echt mal schön. Ich will irgendwann mal... gegenüber bei der Autowaschanlage waren wir. Aber gut, okay, hier gibt's auch nicht so viel. Ich will irgendwann mal ein Auto in diesem Spiel haben. Ja, wenn wir noch 100 Parts dranhängen vielleicht. Oder zumindest ein Fahrrad. Wenigstens ein Fahrrad muss doch mal drin sein. Alter, was ist denn mit ihm? Ja, nach 50 Parts vielleicht. Oh, er hat richtig Bock. Lol. Geschmiedetes Eisen, Bleitrophäe, roter Tee und 12x7,62mm Munition. Geil. Junge, ich schieße einfach wirklich nur noch auf die Körper, ey. Das bringt ja gar nichts. Ja, wow, selbst dann trifft's nicht. Alter, im Vergleich zu 7 Days to Die ist CSGO mit der Hit-Connection ja das Premium. What the fuck, Alter? Was ist das denn hier? Da waren wir auf jeden Fall auch noch nicht drin. Ist doch wieder eine Autowaschanlage. Ja. Was haben wir hier? Roter Tee. Ist das nicht das, wo wir uns versteckt haben vor den ganzen Zombies, die da angekommen sind, als wir den Drop geholt haben? Oder sah das nur so ähnlich aus? Keine Ahnung. Wow. Verpiss dich. Mega, er mit seinem Vorschlaghammer. Naja. Hier sind Autos. Vielleicht finden wir hier Autoteile oder irgendwas Wichtiges zum... Ich brauche mal deine Hilfe, da sind ganz schön viele Zombies. Wo denn? Naja, da. Oh, I see. Alter, jetzt leckt gerade mal wieder hier. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist immer das Gleiche hier. Ah, komm schon, schlag endlich! Alter, ich hab ein neues Leben. Und dieses fette Haus, was wir mal gebaut haben, ne, im Stream, da hatten wir sogar noch Jagdgewehre gefunden. Aber du hast jetzt selber nochmal nachgeguckt und gesehen, dass das nicht das gleiche ist, wo wir die beiden Türme hochgezogen haben, ne, sondern dass... Nö, das ich mit hab den ich, Türmen, hab, in Staffel 2 war. Hab ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber in Staffel 2 haben wir dann wahrscheinlich ein kleineres Haus gebaut, weil das, was wir im Stream gebaut haben, war halt wirklich riesig. Ja, nee, dann... Das war auch das mit dem, wo wir das Geschütz unten noch hingebaut haben. Wir haben bei dem Haus auf dem Berg aber auch ein Geschütz gehabt. Sicher? Bei dem Haus auf dem Berg war es da, wo wir am Fuß quasi diese ganzen Barrikaden ringsherum platziert haben. Nee, das war beim Stream. Ich habe letztens extra nochmal reingeguckt. Das war auch in Staffel 2. Oh, ich hast du einen Stream von der... Ich habe ja auch einen Stream, glaube ich, von der Welt dann noch gemacht. Ich glaube, wir haben die Welt als Stream dann noch ein bisschen weiter gemacht. Aber hatten wir nicht in der letzten Staffel bloß die ganze Zeit diese komischen, wie hießen die Dinger? Die Donnerbüchsen hatten wir doch da die ganze Zeit nur als Waffen. Ich kann dir nur sagen, guck bei mir auf dem Kanal Staffel 2 rein. Du wirst das Ding mit den zwei Türmen links und rechts, wo wir uns aufgestellt haben, während der Blutmondnacht erkennen. Ah. Ja, jetzt hast du Holz dabei? Ja. Oh. Ja, okay, gut, ich bin tot. Aber mein Holzknüppel war kaputt. Alter, verrecke. Ja. Ich hatte diese Drecksgule, Mann. Ja, die sind auch echt scheiße. Aber ich hab richtig viel Benzin gekriegt. 193.
193 Benzin. Benzinkanister. Ja. Milliliter, Liter. Benzinkanister. Und wie viel ist in so einem Kanister drin? Weiß ich nicht. Steht da nicht. Ist einfach ein leerer Kanister. 193 leere Kanister. Ja, wow, hier ist einfach Bruchsand in so einer Tüte drin. Auf jeden Fall sind hier gut Getränke drin. Hier ist ein Zombie bei der Hebebühne. Oh Gott, ich sterbe auch gleich. Ja, das wäre schlecht. Bitte dann renn weg. Es sollte einer von uns beiden mit Ausrüstung da in der Nähe sein. Ich mache erstmal neue Pfeile. Und ich brauche jetzt irgendwas zu futtern. Warte mal, hier habe ich doch noch ein bisschen was. Das bringt halt auch wieder gar nichts, ne? Also an Gesundheit überhaupt nicht. Leben regenerieren ist so ein Fluch in diesem Spiel. Nee, da wächst der Gras schneller, als was, dass du hier Leben regenerierst. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Nein! Jetzt bist du dran, ich habe ihn abgelenkt. Oh Gott! Da kommt noch einer. Alter, ich habe ihn abgelenkt, jetzt helf mir! Schau auf, mit dem Bogen zu schießen, das bringt gar nichts! Ah, du stehst im Weg! Oh. Okay, ich bin tot. Das ist unschön verlaufen. Ja, das ist sehr unschön verlaufen. Ich fühle mich auch überhaupt nicht wohl mit dieser Situation. Na, ich werde da mal hier mal wohl auf dich warten. Nur ich spawn schon wieder irgendwo oben auf einem Dach. Ja. Was du mit deinen Dächern immer hast. Ist doch einfach nicht wahr. Was war denn das? Was denn? War gerade irgendein komisches Geräusch bei mir. Ach so? Ja. Okay, GeForce kann nicht mal FPS gerade erfassen in-game. Okay, bei mir schon, aber man sieht's immer so schlecht, weil die Alpha-Anzeige da drunter klebt. Ja gut, ich hab die ja immer unten rechts. Ich hab die immer oben rechts. Aber ich guck meistens jetzt auch immer mit Alt und R nach, also ich hab das Overlay gar nicht an. Alt und R? Bei mir ist es Alt und Z. Ja, das Overlay, aber wenn ich Alt und R drücke, habe ich halt dieses Leistungs-Overlay. Lol, sowas gibt's? Ja, da steht dann halt GPU, CPU und die FPS-Anzeige. Hä, das kommt bei mir nicht, wenn ich Alt und R drücke. Muss man das erst aktivieren, oder was? Weiß ich nicht, vielleicht. Achso, also die Leistungsüberwachung sehe ich hier auch, aber mit Alt und R nicht. Da komme ich irgendwie nicht hin. Warte mal, Alt und R steht hier aber auch als Shortcut. Was soll denn das? Warum komme ich mit Alt und R da nicht hin? Das weiß ich nicht. Wenn ich das drücke, passiert einfach nichts. Aber ich kann immer noch manuell draufdrücken. Na gut, immerhin etwas. Junge. Jetzt komme ich hier nicht rein. Doch, hier. Ah, okay, wenn ich meinen Rucksack loote, dann ist es doch so wie in Ark. Aber leider auch nur dann. Nur dann. Oh, du hast nicht genug Ausdauer, mit dem scheiß Vorschlaghammer in seinen Schädel zu schlagen. Ah. Ich brauche Holz. Musst du herkommen. Gib mir Holz. Wo bist du denn? Wo bist du denn hin? Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich bin unter der Hebebühne. Ach so, du bist hier unten. Ja. Oh! Oh, hi. Hi. Alter. Hi. Ausdauer ist auch einfach so übel. Das haben wir gut gehandelt, würde ich sagen. Ja. In diesem Spiel sind Zombies halt auch eine Bedrohung, ne? Richtig.
Zombies sind hier schon echt nicht ganz so nice. Immerhin, das haben sie richtig hingekriegt. Ich will mir die Blutmondnacht gar nicht vorstellen. Oh, Hund! Hund! Oh! Oh, mehrere Hunde! Ich habe keine Schuss mehr. Ich sterb gleich wieder, ey. Komm auf die... Hier, komm her hin, komm hier hin. Auf den Müllcontainer und dann auf die Wand. Da könnt ihr dich, glaube ich... Da kommen die hoch, ja. Ja. Das hat gut funktioniert. Alter, so ein komischer Kriecher ist ja auch noch dabei. Ja, ich sehe ihn. Er ist auf die Windschutzscheibe geklettert. Nee, auf die Rückscheibe. Na, wenigstens sehen die Hunde mittlerweile geil aus. Die sahen ja früher richtig scheiße aus. Können die Mauer hochspringen? Das wäre nämlich... Oh, die können die Mauer hochspringen! Ach du Scheiße! Ja, da war wohl doch nicht so sicher, wie er geglaubt hat. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Oh nein, ich bin in diesem eingeschlossenen Bereich mit einem Zombie. Aber ich komme hier raus, alles gut. Aber die Frage ist, wie du jetzt an deinen Rucksack kommst mit den ganzen... Oh nein, ein Geier ist hinter mir. Und ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Hä, hey, da ist ein Huhn, lol. Ja, Hühner findet man öfter mal. Wie hier in Counter-Strike oder in Counter-Stoke. Ja. Was war das denn? Irgendwas blinkt dadurch. Achso, okay. Das blinkt einfach durch die Blätter durch. Oh, ich kann nichts mehr trinken, weil ich so voll bin, aber ich habe immer noch Durst. Es gibt's einfach nicht. Das haben die doch mit Absicht so gemacht. Junge, regeneriere weißt doch du, einfach aus. Liebes Hühnchen, ich möchte dich gern verzehren. Lol, ich hab's erlegt. Kann ich's jetzt auch looten? Ja, kann ich. Sind die Hunde tot? Ich hab sie nicht getötet. Das ist schlecht. Das sind zwei Hunde und ein Kriecher. Ich bin so schnell gelaufen, wie ich konnte, als ich festgestellt habe, dass die Wände hochklettern können. Wo bist du überhaupt? Wir sind auch gar nicht in der Gruppe, ne? Ich hab dich da gesehen, ich bin ein bisschen weiter hinten. Nee, wir sind tatsächlich die ganze Zeit über nicht in einer Gruppe gewesen. Ich hab dir eine Einladung geschickt. Ja, ich dir auch. Oh, ist das nervig, dass nicht automatisch dann die Einladung einfach angenommen wird. Wenn der andere die schickt. Ich höre sie immer noch knurren. Ja, ich sehe sie auch. Hast du deine Sachen jetzt wieder? Nein, die sind ja drin. Alter, der Hund will sich hier durch das Eisengitter graben. Ja, ich sehe es. Der ist halt bescheuert. Okay, die ist down. Lol, ich kann ihn hier durchboxen. Du kannst ihn hier durchschlagen. Er ist tot. Alter, der hängt mit dem Hals noch in dieser Stange drin. Ja. Oh. Und sein Kopf. Warte, wir müssen den anderen auch herlocken. Ey, hallo. Guck mal hier, was deinem Kumpel passiert ist. Komm mal her und rächt dich. Warte, können wir irgendwie eine Räuberleiter machen und dann noch rüberkommen? Weiß ich nicht, kannst du dich auf mich raufboosten? Lol, das geht wirklich. Ich bin jetzt hier oben drauf. Warte, ich versuch sie ein bisschen wegzulocken, dann klär... Ja, so. Du kommst da jetzt aber nicht rüber, ne? Nee. Das wird ein bisschen schwierig tatsächlich, aber ich kann einfach wieder rumgehen. Ja. Ich würde sie gerne weglocken, aber irgendwie... Triggert der nicht. Der Kriecher ist immer noch... Der Kriecher ist einfach nur dumm wie ein Stück Scheiße, aber der Hund, der triggert irgendwie nicht. Warte. Oh shit, jetzt triggert er aber richtig. Wie der jetzt triggert. Ach du Scheiße, lauf. Okay, warte, er ist zu dumm um... Oh, der ist immer noch da unten. Warte. Kannst du ihn nicht mit dem Bogen abschießen? Ich hab... Oh, du hast recht, ich hab Pfeile. Ich hab dir doch extra welche gegeben. Fühlt sich an wie ein Ark. Das sieht gut aus. Digga, wo geht der Pfeil denn hin? Der Pfeil geht rechts an den Strich. Ja, ich sag doch, die Connection ist hier scheiße. Alter, der verreckt nicht. Jetzt verreckt der, glaube ich. Naja, geht so, ne? Okay. Das hört sich gut an, wenn die sterben. Der Kriecher kommt. Er kommt langsam, aber er kommt. Da gucke ich jetzt zu. Das lasse ich mir nicht entgehen. Jetzt stirb einfach. Hey Junge, du musst so ein bisschen über die drüber zielen und dann funktioniert es trotzdem manchmal nicht. Was ist denn das? Na endlich. Das war das Duell, das war Kampf der Titanen gerade, nur noch besser. Jo. Ist hier irgendwas Brauchbares drin? Stahlwerkzeugteile. Eigentlich wollten wir noch ganz woanders hingehen, ne?
Wir könnten natürlich auch sagen, dein Part ist hier jetzt gleich zu Ende und in meinem Part gehen wir zum Empire State Building. Das können wir auch machen, ja. Mein Inventar ist aber auch gleich wieder voll. Ja, meins ist sogar schon voll. Wir können offscreen noch einmal zurück zum Haus, die ganzen Sachen abladen und dann nochmal wiederkommen. Also Viecher aus der Luft holen kann ich. Ja, das hast du echt drauf. Okay, ich nehm's zurück. Junge! Ah, ich nehm sowas von zurück, das ist ja der Wahnsinn. Oh, ein Alteisenbrustpanzer. Und Munition. Alter, bin ich langsam jetzt, weil ich so viel Scheiß im Inventar hab. Ja, man kennt es. Ich würde sagen, dann bringen wir gleich erstmal den ganzen Kram zurück und dann gehen wir an deinem Part noch da hinten hin. Genau, ich habe hier irgendwie, ich hab Schockstabteile, einen Bauplan für einen Schalter. Ich habe eine Eisenschaufel. Technik Freak Band 1 und die Kunst des Bergbaus Band 7. Und einen Scheinwerfer auch, falls du einen Scheinwerfer brauchst. Was? Junge, das Dach ist instabil. Bin hier reingefallen. Er klettert aufs Dach vom Müllcontainer. Ja, und dann bricht es auch noch zusammen. Junge, der verwendet das Ding einfach wie so ein Speer. Leute, was ist das denn? Ist das nicht ein Speer? Nee, das ist eine Schaufel. Lol, das sieht aus wie ein Speer, hat's gerade ausgesehen. Kann man sich hier eigentlich einen Speer machen? Nee, ne? Naja, ich glaube nicht. Ich glaube, die Optionen sind sehr begrenzt, was das angeht. Gut, okay, dann würde ich sagen, Ben. Eine Schlange! Eine was? Schlange! Eine Schlange? Warte, die kriege ich. Die hat mich gebissen, Alter. Warte, jetzt, warte, pass auf. Ja, wenn du einen Vogel nicht triffst oder einen Zombie, dann triffst du so eine Schlange auch nicht. Bam, erwischt. Die ist One-Hit. Alter, wie sieht die vor allem aus? Das ist doch keine Schlange, Junge. So sieht eine Schlange doch nicht aus. Guck mal, wie... Ich hab Machetenteile gefunden, also man kann sich eine Machete machen. Junge, guck mal, wie die aussieht. Vorne ist so richtig dünn und dann hier so... Ja, die hat eine Maus gefressen und die sitzt da noch drin. Ja, genau. Okay, gut, was ich sagen wollte, ich beende an der Stelle den Part und das nächste Mal geht's dann bei Typho weiter. Bis dahin. Tschüss.